Herzlich willkommen, liebe Damen, herzlich willkommen, liebe Herren, Ladies and Gentlemen, hier von unserem Trading Floor in Frankfurt. Ja, zum heutigen Team Trade des Tages. Zu Beginn, es wird natürlich heute ein kleines Update geben. Da haben wir wie immer unseren Daily Business DAX mitgebracht, der eben hier von unseren Händlerinnen und Händlern hoch und runter analysiert und getradet wird. Des Weiteren, ja, ein kleines Trade Update. Da haben wir heute die Nike im Petto. Da ist der Trade-Pate meine Wenigkeit. Und zum Schluss dann heute auch den heutigen Team-Trade des Tages. Da haben wir ja seit langem wieder einmal die Boeing mitgebracht. Ja, was gibt es zu den Märkten zu sagen? Ja, der DAX heute Morgen wieder bei 16.000 angekommen. Auch die Indizes in den USA, der S&P, Jahreshoch erreicht, 4.300. Und man kann einfach nur sagen, die Märkte pendeln immer noch sehr, sehr weit oben. Doch wir haben eine sehr geschäftige Woche, die eben uns bevorsteht. Heute ist es noch ein bisschen ruhiger, doch eben dann morgen bzw. Mittwoch mit dem Fed-Zinsentscheid könnte und wird höchstwahrscheinlich auch Bewegung reinkommen. Am Donnerstag hier auf unserer Seite des Atlantiks dann auch noch die EZB, die sich ja in den letzten Wochen sehr, sehr hawkisch gemeldet hat und gesagt hat, wir sind noch lange nicht am Ende. Und es wird weitere mögliche Zinserhöhungen geben. Das Ganze kann sich noch etwas bis ins zweite Jahr hineinziehen. Und wir werden natürlich sehen, was das alles mit den Märkten bewirkt. Wir sind alles in allem immer noch in einer engen Handelsspanne übergeordnet. Doch die so langsam enger wird. Und das könnte zumindest ein erstes Anzeichen sein, dass sich dann demnächst da auch ein Ende dieser Handelsspanne nähert. Doch wir werden es natürlich die nächsten Tage dann allesamt erfahren. Schauen wir doch am besten mal genau in den Chart. Und dann haben wir gleich als erstes ja unseren Daily Business DAX. Und auch hier kann man wieder einfach nur staunen. Wow, 16.114. Man sieht hier das Tief, das wir dann eben vor einigen Tagen bei 15.688 hatten. Auf einmal kamen hier dann wieder Käufer rein, Unterstützung kam rein, Support. Und jetzt sind wir eben wieder über dieser doch so psychologisch wichtigen Marke von 16.000, die eben die Anleger immer wieder im Auge haben. Und wir sehen auch hier dieser Trendkanal, der weiterhin aufwärts gerichtet ist. Und natürlich auch hier, das werden wir nachher mit unseren Händlerinnen und Händlern hier besprechen, um 14.15 Uhr live auf Heavy Traders, wo es eben für den DAX hingehen kann. Wir haben ja auch hier mal gehört, möglicherweise 17.000, alles ist drinne, Fragezeichen. Oder geht es vielleicht doch nochmal abwärts, es bleibt weiter entspannt. Doch kann man einfach nur sagen, eben der heimische Leitindex seit Januar, schon seit Ende letzten Jahres performt einfach und die Bullen im DAX sind einfach unaufhaltbar. Ja, immer wieder mal kleine Konsolidierung, doch alles in allem sehr, sehr stark. Und man wartet natürlich auch hier, wie es dann jetzt morgen am Mittwoch oder auch am Donnerstag eben weitergehen wird mit den Notenbanken. Doch alles Weitere, das werden wir nachher hier ausführlich um 14.15 Uhr live auf heavytraders.live besprechen. Ja, kommen wir dann einmal zu einem Trade-Update. Und da haben wir eben ja die Nike, da ist der Trade-Partner meine Wenigkeit. Und ja, die Nike hat dann zu Beginn, als wir sie letzte Woche dann ins Depot gelegt haben, erstmal gar nicht schlecht gestartet. Wir waren dann auch mal kurzzeitig schon mal auf der grünen, auf der Gewinnerseite. Die Aktie war dann im Hoch bei $108,25. Seitdem ging es dann wieder ein bisschen abwärts. Jetzt sind wir gerade, ja, zumindest am Freitag sind wir dann aus dem Handel gegangen, $105,86, stehen jetzt jedoch vorbörslich schon mal ein bisschen höher. Das Papier, ja, war dann zeitweise mal bei minus 70 Euro, jetzt sind wir wieder bei minus 44, bisschen das Minus geschmilzt, doch wir sind immer noch guter Dinge. Warum? Denn natürlich hier unten Unterstützungen sind weiterhin vorhanden und was eben dann hier der ausschlaggebende Punkt ist, weiterhin dabei zu bleiben und auch an diesem Trade weiterhin festzuhalten, das besprechen wir eben nachher auch hier ausführlich nochmal um 14.15 Uhr live auf heavytraders.live, denn die Nike wurde natürlich auch da im Sog dieser Footlocker-Geschichte vor einem Monat, als das Unternehmen die gesamte Gewinnprognose für das Jahr gestrichen hat, einfach mit abgestraft, der gesamte Sektor auch um Adidas, Puma mit in den Abgrund gezogen und da einfach zumindest die Frage erlaubt sei, ob das Ganze nicht ein bisschen übertrieben sei und die Aktie doch nochmal den Turnaround schafft. Doch das besprechen wir eben nachher hier ausführlicher. Ja, dann kommen wir einmal zu unserem heutigen Team Trade des Tages. Und ja, die Boeing, da sei natürlich die Frage erlaubt, schon wieder Turbulenzen. Also die Firma kommt einfach, ja, teilweise nicht zur Ruhe, denn es geht mal wieder um den Dreamliner, ja, das kann man sagen, hoffnungsvolle Vorzeigeprojekt des Unternehmens. Es gibt wieder Schwierigkeiten, und zwar das Höhenleitwerk soll diesmal betroffen sein. Des Weiteren gibt es Mängel am Rumpf. Und ja, tatsächlich, die Wasserhähne in den Toiletten funktionieren selbst nicht ganz richtig. Da natürlich sich der ein oder andere Anleger auch gefragt hat, ja, kommt die Firma denn überhaupt noch mal zur Ruhe? Doch darf man natürlich nicht vergessen, die Aktie hat trotzdem seit Jahresbeginn immer noch gut performt.
trotz all dieser Turbulenzen und Widrigkeiten, nämlich in einer Konsolidierungsphase zwischen 191 Dollar und dem Hoch 220 Dollar auf der Überseite. Und ja, sollte man eben hier hochkommen, über die 218, 19, 20 Dollar, würde das die Tür öffnen, möglicherweise für neue Käufer, die eben dann nochmal in die Aktie einsteigen wollen. Nichtsdestotrotz, Firma Boeing natürlich systemrelevant, das ist irgendwo USA AG und die Firma wird trotzdem auch noch in diesem Jahr, zumindest hat man das so verlauten lassen, 70 bis 80 Maschinen ausliefern und die Auftragsbücher sind gut gefüllt, sind im Grunde genommen voll. Also Boeing wird nicht von der Landkarte oder der Agenda verschwinden und natürlich auch hier eben die Frage, ob dann diese Turbulenzen nicht einfach nur die Gelegenheit zum Einstieg sind, dass wir hier, wer weiß, über 219, 220 Dollar eben dann doch ein neues Long-Szenario entwickeln und wir auch dann mit dabei sein wollen, Fragezeichen. Das werden wir eben nachher auch hier dann ausführlich um 14.15 Uhr live bei heavytraders.live besprechen. Also auf jeden Fall dabei sein. Das war es soweit aus charttechnischer Sicht. Das zu diesem Team-Trade des Tages dazugehörige Zertifikat hat die WKN MB6HGC mit einer K.O.-Schwelle von 180,958 Dollar. Einem Hebel von 5,82 und einem Call von unserer Seite. Wann genau wir diesen Trade setzen, mit welcher Idee, mit welcher Umsetzung, vor allem mit welchem Setup, das besprechen wir nachher hier ausführlich um 14.15 Uhr auf heavytraders.live. Und ihr habt die Gelegenheit, kostenfrei dabei zu sein. Das heißt, gehe jetzt auf heavytraders.live, registriert euch. Wir freuen uns auf euch. Bis gleich.